Auf der Welt leben ca. 7 Milliarden Menschen. Im Alltag begegnen uns die verschiedensten Leute. Der eine ist etwas größer, wobei der andere etwas kleiner ist. Menschen unterscheiden sich meistens nicht auf den ersten Blick. Doch heute werde ich euch 5 Menschen vorstellen, deren Existenz kaum zu glauben ist. Ich wünsche euch viel Spaß. Fangen wir an mit der Nummer 1, das größte Mädchen der Welt. Mit nur 17 Jahren ist Elisiana da Cruz Silva die größte Jugendliche der Welt. Die 2,6 Meter große Brasilianerin erzählt von ihrem Alltag und davon, wie sie die Liebe in den Armen ihres Freundes Frank Hinaldo gefunden hat. Elisiana da Cruz Silva gilt als das größte Mädchen der Welt und das nicht ohne Grund. 2,6 Meter mit nur 17 Jahren. Verantwortlich für ihre enorme Größe ist ein Tumor in der Hypophyse, der zu einem hormonellen Ungleichgewicht führte und somit ihr Wachstum voranschritt. Bereits im Alter von 11 Jahren wuchs Elisiana deutlich schneller als die anderen Familienmitglieder. Mit 15 Jahren brachte sie die Entfernung ihres Tumors hinter sich. Trotz dieses schweren chirurgischen Eingriffes, der sie 1 cm gekostet hat, hat die größte Jugendliche der Welt nie aufgehört zu wachsen. Da sie wieder und wieder ausgelacht und gemobbt wurde, entschied sich Elisiana dazu, die Schule abzubrechen. Eine Entscheidung, die auf starker Willenskraft und beruflicher Motivation beruhte. Die Jugendliche will Model werden. Ein Weg, auf dem sie von ihrem Freund Frank Hinaldo da Silva unterstützt wird. Der 22-Jährige hat sich in das größte Mädchen der Welt verliebt, ohne auch nur den geringsten Zweifel zu haben. Für Elisiana scheint die Größe in ihrer Beziehung keine Rolle zu spielen. Natürlich hätte sie einen Freund suchen können, der genauso groß ist wie sie. Aber sie erklärt, was mich an Frank Hinaldo besonders angesprochen hat, ist seine Persönlichkeit, die Art, wie er mit anderen Menschen umgeht und wie er mit mir umgeht. Dass die beiden Turteltäubchen stolz auf ihre Beziehung sind und auch in der Öffentlichkeit Händchen halten, wird spätestens auf den Bildern deutlich. Das Einzige, was mich wirklich stört, ist, dass wenn wir Hand in Hand laufen, jeder denkt, ich wäre mit meinem Kleinbruder oder Sohn unterwegs, berichtet Elisiana mit ganzem Humor. Nummer 2, der längste Schnurrbart der Welt. Egal ob Vollbart, Ziegenbart oder Schnäuzer, Bärte sind aktuell wieder voll im Trend. Der Inder Ram Singh Chauhan, der sich seit über 30 Jahren nicht mehr rasiert hat, hat einen Bart von einer Länge von 4,30 Meter. 2010 konnte sich Ram mit seinem Bart sogar einen Eintrag in Guinness Buch der Rekorde sichern. In seinem Land ist er schon eine kleine Berühmtheit und wird täglich auf verschiedene Veranstaltungen eingeladen. Machen wir weiter mit der Nummer 3, der Mann mit dem umgedrehten Kopf. Claudio de Oliveira ist ein 39-jähriger Mann aus Brasilien, der seit seiner Geburt an Sosis leidet, eine Art Gelenksteife, die bei Claudio besonders stark ausgeprägt ist. Ein operativer Eingriff würde für Claudio tödlich enden, da man ihn bei der Operation das Genick brechen müsste. Er hat studiert und wurde letzten Endes Buchhalter. Außerdem hält er Motivationsreden, wo er über den Sinn des Lebens redet. Auf jeden Fall Respekt für diesen Mann. Weiter geht's mit der Nummer 4, der Junge mit der Pinocchio-Nase. Amy Poole hat es nicht leicht. Jedes Mal, wenn sie mit ihrem kleinen Junge Olli spazieren geht, erntet sie vorwurfsvolle Blicke. Viele sagen, ihr Sohn wäre hässlich und einige meinen sogar, er hätte niemals geboren werden sollen. Denn was an dem kleinen Olli zuerst auffällt, sind nicht seine kleinen niedlichen Augen oder das ansteckende Lächeln. Aufmerksamkeit erregt die Nase des Kleinen. Denn die ist so groß wie ein Golfball. Der Grund dafür ist, dem 21 Monaten alten Kind aus Wales wächst das Gehirn aus der Nase. Das bricht der Mutter immer wieder das Herz. Mit nicht einmal 2 Jahren hat Olli bereits mehrere schmerzhafte und durchaus riskante Operationen hinter sich. Als Olli die erste OP über sich ergehen lassen musste, war er gerade einmal 9 Monate alt. Damals bekam der Junge kaum noch Luft. Die Ärzte sagten, dass die Operation unbedingt nötig sei, damit Olli dauerhaft gut atmen könne. Es bestand zudem die Gefahr, dass er an Hirnhautentzündung erkrankte. Heute geht's dem Kleinen besser. Dank vielen Operationen, die er sich unterziehen musste, kann der kleine Olli ein angenehmes Leben führen. Kommen wir damit auch schon zu Nummer 5, Jackson Strong. Bei diesem Bild denkt man, es wäre gefaked, ist es aber nicht. Jackson Strong hat eine Fehlbildung, eine sogenannte Hydranzephalie. Viele wichtige Neuronen fehlen. Die meisten Kinder sterben noch vor ihrem ersten Lebensjahr, denn es bestehen weder Operationsmöglichkeiten noch Heilungschancen.
Der kleine Junge mit den großen blauen Kulleraugen überlebte nicht nur die kritischen ersten Wochen. Er feierte im August seinen ersten Geburtstag. Jackson hat bereits bewiesen, dass er ein starker, smarter und sehr besonderer Junge ist. Er hat entgegen der Vorhersagen der Ärzte gezeigt, dass er jeden Tag Fortschritte macht, und mit seinem ersten Geburtstag hat er einen wunderbaren Meilenstein erreicht. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass doch einfach ein Like und ein Abo da. Und schau dir doch auch meine anderen Videos an. Bis dann, bis zum nächsten Mal.